So. Hier ist auf jeden Fall eine Tür zum Überbrücken. Das wird hier also hergestellt. Was ist das? Ein Langhals. Ah, oh, okay. Das Erdbeben muss den Prozess unterbrochen haben. Cool. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir gegen einen Langhals kämpfen müssen. Worauf ich gar keinen Bock habe. 100% müssen wir gegen den kämpfen. Also was sonst? Oh Gott, das ist schrecklich. Ich sag's euch. Stell mal kurz ein bisschen was her. Ja, gut, dann ab nach unten, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückungen holen. Ja, natürlich, ey. Es ist so vorhersehbar. Ich muss ja nur das und ich muss ja nur das. Ja. Passiert ja nichts anderes. Da kommt ja jetzt nicht so ein fetter Langhals runter und will uns töten, oder? Wahrscheinlich nicht. Das kann nicht gut sein. Okay. Es kommt doch was anderes. Wie kann er mich da durchtreffen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Bruder. Wir müssen es nochmal schaffen, dass er in diesen Dingsmodus reinkommt. Ich bin ausgewichen. Aber manchen Sachen kann man nicht ausweichen. Bleib doch mal wieder stehen. Digga, es ist so abartig. Machen kritischen. Das war geil. Das war hart geil. Muss man schon sagen. Es war nicht einfach, aber war nice. Der Kampf war nice. Haben wir den hier? Ah. Schöne Schätze. So, auf geht's zum Überbrücken. Da kommt nichts mehr, bitte. Zeit für ein paar Maschinen. War genug. So.
So, gib mir den Stoff. Na los. Yes. Bam, 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 bam. Sprungschläger. Geil. Grauhabicht. Geil. Lanzenhorn. Geil. Wo ist unser Raptor? Langbein. Auch geil. Krallenschreiter. Raptor. Und Himmelsgleiter. Und Brüllrücken. Alter, wie viel denn noch? Den wir noch nicht mal gesehen haben. Verwüster auch? Schnappmaul. Alter, wie. Hä? Rollrücken. Junge, das hat sich ja übelst gelohnt. Wie heftig. Also wir können jetzt eigentlich alle Gefährlichen überbrücken. Ein Langhals scheint diese Plattform zu blockieren. Ich muss einen anderen Ausgang finden. So ein Pisser, Alter. Unter dem Kern scheint Platz zu sein. Vielleicht kann ich mich durchquetschen. Meint ihr hier drauf? Ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich wieder runterfalle. Nur nicht runterfallen. So. Ah. Okay. Hier wo lang? Hier hinten ist was. Hier kann man klettern. Ah ja, hier ist eine Tür. Okay, das ist jetzt schon komisch, dass wir jetzt so alleine wieder raus müssen, ohne dass wir rausgebracht werden. Da könnte es schon sein, dass noch was auf uns zukommt. Also, dass das noch nicht alles war. Ja, das sieht schon nicht ungefährlich aus, Freunde. Oh mein Gott. Geh hoch. Oh mein Gott, Alter, Aloy, bitte. Das mache ich kein zweites Mal. Ja, also ist wie gesagt echt komisch, dass wir alleine jetzt hier. Ja, war ja klar. Hat nicht gereicht. Wie krass die ausweichen, ne? Ich hab gar keinen Bock gerade auf euch, also bitte. Bleibt einfach tot und lasst mich raus. Danke. Und jetzt? Ah. Da ist der Langhals. Hier kann man hoch. Gut, da kann man rüber. Hier haben wir noch ein Schätzchen. Nehmen wir mit. So, warte jetzt. Ja, genau. Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse. Geduld, Geduld, Geduld. So, jetzt könntet ihr eigentlich wieder zurückkommen. Danke. Da müssen wir. Die Frage ist: Wie weit nach oben müssen wir? Halt dich! Doch verdammt nochmal fest, Mann. Hä? Warum ist sie... Warum hat sie sich nicht festgehalten jetzt zum Beispiel? Was soll der Scheiß? Oh mein Gott, das... Wie soll ich bitte in der Zeit... Wie soll ich in der Zeit da rüberkommen? Okay. Der einzige Weg hinüber führt nach oben. Mein Gott. Wenn das wirklich alles gerade nur dafür da ist, dass ich hier rauskomme, ne? Bin tot. Wieso springt sich auch sowas denn? Jetzt aber. Komm. Oh Gott. Und weiter. Wohin? Ach da. Okay. Puh.
hier irgendwas? Deswegen lässt die Brutstätte den Langhals im Kern nicht raus. Ihm fehlt der Kopf. Kann ich den Ausgang frei machen? Okay. Schädeleinheit eines Beobachters vom Gehäuse abgetrennt. Automatisierte Materie kann an den markierten Stellen menschliches Gewicht tragen. Muss ich da runter? Jetzt hört schon auf zu suchen. Ja. Ich glaube ja. Ach nein. Ach nein. Nein. Ganz schön viele. Wo ist er? Da. Digga, mach doch einen kritischen. So, wir haben wieder Teil abgeschlagen. Warum kann ich das nicht nehmen? Boah, regt das auf, Alter. Dass dieser Scheißkopf klemmt. So, wieso kann ich hier rein? Hier ist was. Ah, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Ah, guck mal. Hier ist auch noch was. Da drüben ist was. Hä? Lol, Alter. Wir haben hier fast was verpasst. Einiges sogar. Hier haben wir noch was? Ist die Frage, was als nächstes zu tun ist. Ich glaube irgendwie, dass ich von dieser Maschine runterspringen muss. Was ist denn hier hinten? Von hier hinten komme ich, ne? Ja, hier hinten kommen wir. Bedeutet, ich dachte eigentlich eher, dass ich mit so einer Maschine fliegen muss und dann da drauf landen halt, ne? Aber irgendwie... Ich meine, da hoch kann ich ja nicht. Ach, da, oder? Wieso zur verdammten Hölle ist da so ein Bereich? Wieso? Einfach nur wieso? So unnötig, Mann. So unnötig. Ja, und jetzt haben wir die ganzen Sachen natürlich nicht eingesammelt. Liegt das jetzt auch noch da, das Zeug? Hier. Lüftungsschacht. Wir müssen das hier noch einsammeln. Das hier. Kann ich jetzt da hoch? Ja, da hoch kann ich. Aber wir hatten hier noch einen Lüftungsschacht. Den will ich mir nochmal anschauen. Irgendwas zu tun? Nee. Einfach nur beschrieben. So, ab nach da oben. Juhu! Zack. Und jetzt, ja. Hier lang. Alter, das soll endlich aufhören. Meine Fresse. Gott, wir müssen perfekt landen, ne? Mit dem richtigen Timing kann ich runterspringen. Come on.
Ja, okay, sie sagt sogar noch. Halt, leichter geht's nicht. So, wir sind da, endlich, mein Gott. Muss ich hier draufbleiben? Wir haben einfach einen Langhals repariert, beziehungsweise hergestellt. Voll geil. Hi. Oh oh, ich habe Gesellschaft. Digga. Was passt? Oh mein Gott, nein. Da ist so ein... so eine Krabbe. Säure anfällig. Muss ich einfach nur mitfahren? An dem Schild komme ich wohl nicht vorbei. Wir müssen runter. Okay, ich könnte jetzt einfach weitergehen. Will ich aber nicht. Will die besiegen. Na, schaut mal, die warten doch nur drauf. Alles klar. Ja, komm, scheiß drauf. Das wird das erste Mal sein. Und auch das letzte. Oh mein Gott! Dass wir Gegner auslassen. Aber das ist mir jetzt zu stressig. Vor allem auch, wenn ich da runterfall. Wir gehen jetzt einfach weiter. So. Kopf sitzt. Der ist wieder ganz. Sehr schön. Was denn noch? Könnte ihn die Schockwelle losreißen. Zack. Unspektakulär. So, jetzt kümmern wir uns. Kümmern wir uns noch darum. Alter, was soll denn mit meinem Deutsch, Mann? Richtige Sprachfehler. So. Der Arm spackt wie so eine Behindert hat durch die Gegend. Nicht da hoch? Ja. Let's go. Ups. Nein. Oh mein Gott. Alter, man macht alles mit R2 und auf einmal machst du es mit 3 raus. So. Haben wir jetzt einen Langhals freigeschaltet? Okay. Was passiert jetzt? Er läuft mit uns raus, oder? Wäre ja mega cool. Es hat geklappt. Wir haben die Brutstätte auf jeden Fall abgeschlossen. Sehr schön. Sind fast Level 20, haben wieder Fertigkeitspunkte bekommen. Boah, schaut mal, wie man hier rausfährt. Boom, Freunde. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass ich dieses Spiel liebe? Nein? Ich sag's nochmal gern. Ich liebe dieses Spiel. Es tut gut, wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist auch nicht übel. Er läuft halt jetzt einfach los. Wisst ihr, was ich meine? Krass ist das bitte. So, was machen wir jetzt? Laufen wir mit ihm? Wo läuft denn der? Perfekt. Das ist perfekt. Dass wir das hier alles haben. Schön Stufe 20. Neue Gebiete bekommen. Wir laufen gerade und reiten auf einen Langhals durch die Gegend. Ich frag mich, wo der hinläuft.
Ganz schön viele Viecher. Mal abknallen. Hallo, was willst du machen? Schaut sie euch an. Könnt nichts machen. Weil ich auf dem Langhals bin. Okay. Unser Langhals schützt uns. Pech gehabt. Pech gehabt, blöde Maschine. Oh mein Gott. Alter. Sieht das krass aus. Bows. Wunderschön. Ein Fall dafür in die Luft. Deswegen liebe ich dieses Spiel. So, er läuft immer weiter und immer weiter. Wo sind wir denn schon mittlerweile? Alter. Der geht ganz schön weit. Vielleicht können wir ja dieses Lagerfeuer hier mitnehmen. Oh. Den Unterschlupf. Mich dahin bringen? Mal, wo ist das Ziel? So. Mach mal diese blöde Westgrad. Da vorne ist es. Er läuft irgendwo. Oh, die Sonne geht unter. Freunde, ein Sonnenuntergang. In Horizon, nur für euch. Okay, jetzt ist sie einfach weggeploppt. So, er läuft in die andere Richtung, das heißt, wir gehen hier lang. Da sind welche. Sind es Gegner? Hallo? Nein, das sind keine Gegner. So, wir könnten Crocodile Hunter jetzt sein und ihn überbrücken. Aber ich glaube, der hat nicht so Bock auf Überbrücken. Ich meine, er rennt schon weg von ihm. Wieso geht er denn jetzt auf mich? Warum? So, wieso gehst du auf mich? Ja, und die anderen, die laufen einfach hinher, oder was? Hi, wollt ihr mal ein bisschen helfen, oder? Komm, den nehmen wir noch mit, Mann. Der hat uns herausgefordert. Den müssen wir mitnehmen. Digga. Was passiert mit uns? Warum ist der so brutal, Alter? Tot. Digga, habe ich jetzt nichts bekommen? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ich habe euren Arsch gerettet und krieg nichts. Räudig, sehr räudig. Wir haben hier sehr viel fordert, den sollten wir auch mal langsam mitnehmen, ey, echt. Werkbank, wir können unser Outfit mal kurz noch aufrüsten. Also einmal zumindest. Das werden wir auch machen. Weil diese Rüstung will ich sehr, sehr lange behalten. Bam. Boah, da brauchen wir schon Sonnenflügel, Schildwerfer, 3 Stück und Elementarkrallenschreiter, Mittelgewebe, 2 Stück. Junge, da braucht man ja richtig kranke Sachen. Werden wir uns holen. Sage ich euch gleich. Die Waffe wird mega gemacht. Waffe, die Rüstung. Was haben wir hier? Nahrung. Nahrung, Alter. Ganz kurz noch den Vorrat auftanken. Ein Platz in deinem Beutel. Wir müssen etwas ablegen. Wisst ihr was? Wird jetzt hier gespeichert. Wir gehen zurück nach Kettenkratz. Wo wir ursprünglich... Ja, wobei...
Nein, wir gehen in eine Stadt, wo wir. Brennsperr, oder? Leute, es gibt so viel zu machen auf dieser Map. Wir gehen nach Brennsperr, komm. So, und dann würde ich sagen, war es auch mit der Folge. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei. Und dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal unserer Hauptquest wieder nach. Der zerbrochene Himmel. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch offline so ein bisschen verbessern, schauen, was ich verkaufen kann, dies, das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall verstärkt, Boss.